Hey, guten Morgen, Leute. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin gerade aus dem Bett gefallen. YouTuber untypisch, um 6 Uhr. Und ja, ich werde jetzt einfach nochmal eine Runde laufen gehen. Ich werde mal gucken. Also ich werde auch meinen Schlafrhythmus jetzt demnächst umstellen. Ich habe ja sonst immer Spätschicht jetzt gehabt, musste erst um 13 Uhr anfangen und dementsprechend, naja. Dementsprechend spät bin ich auch aufgestanden. Wisst ihr Bescheid. Jetzt in Zukunft möchte ich gerne um 6:45 Uhr aufstehen. Und ja, liegt auch daran, dass ich die eine oder andere Aufgabe jetzt noch übernehme in Zukunft morgens. Deswegen möchte ich da ganz gerne wieder früher aufstehen. Und ja, heute also um 6 Uhr mal aus dem Bett gefallen, einfach deswegen, weil ich ziemlich früh schon auch ins Bett gegangen bin, weil ich die Tage davor wenig Schlaf hatte. Und jetzt gibt's gleich einen kleinen Morgenlauf. Und ja, vorher mache ich mir erst mal einen Kaffee. Kaffee geht jetzt runter. Prost. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ist ganz schön kalt heute. Ich werde mir auf jeden Fall gleich noch mal einen anderen Fummel anziehen. Und ja, ich werde heute nicht großartig laufen. Ich gehe heute circa 5 Kilometer einfach laufen. Genau. Bin ja noch weit voran mit dem Triathlon. Gestern übrigens habe ich gar nichts gemacht. Liegt daran, dass ja, ich einen Tag in der Woche brauche ich komplett Pause. Ja, und ich hatte gestern so viele Termine, da habe ich es gestern auf gestern geschoben, diesen Tag. Ja, genau. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Genau. Habe auf jeden Fall Bock heute zu laufen. Freue mich da richtig jetzt drauf auf die Runde. Wie gesagt, ein bisschen kalt. Mal gucken, was ich dann dagegen anziehe. So, wisst ihr eigentlich, warum es so wichtig ist, sich warm anzuziehen? Damit man beim nächsten Mal wieder Bock hat, laufen zu gehen. So einfach ist es. Ja, laufen macht nicht immer Spaß, ist offensichtlich, kann sehr, sehr viel Spaß machen, kann im Moment dann auch viel Spaß machen. Aber gerade so die ersten ein, zwei Kilometer sind ganz schön anstrengend. Außerdem, wenn es so richtig kalt ist, naja, ich sag mal so, dann bin ich nicht anders als jeder andere Mensch auch. Ja, dann drehe ich mich lieber noch zweimal im Bett rum, bevor ich mal rausspringe. Ja, also im schlechtesten Fall natürlich. Ja, ich versuche immer dann doch noch laufen zu gehen. Und ja, mache ich dann ja auch heute. Ist noch ein bisschen dunkel draußen. Ich bin mal gespannt, was wir nachher alles sehen können auf der Kamera. Ob das auf jeden Fall, ob ich da gut zu erkennen bin. Ausprobieren. Ne? Wird auch nicht heller jetzt werden in den nächsten Wochen. Mal gucken, wie es dort weiterläuft. Okay, bis gleich. Wir laufen los. Hey Leute, heute laufe ich über die Coesfelder Promenade und ja, die Ampel wird gerade grün, aber noch laufe ich nicht, denn ich muss meine Uhr noch einrichten. Ja, genau, ich glaube, die erste Runde werde ich mich einfach mal selber filmen, mal gucken, wie das funktioniert. Obwohl, ja gut, eigentlich sind die ersten Kilometer immer die anstrengendsten, aber naja. Seid ihr mal live dabei? Und danach die Runde klemme ich die Kamera einfach um und dann könnt ihr die Strecke sehen. Also, let's go. So.
So, ich will heute sehr, sehr entspannt auch laufen. Gucken, so mit einem ausgestreckten Arm sieht bestimmt bescheuert aus. Aber naja, was soll's, wir haben ja morgens. Ist ja noch keiner unterwegs. Morgens laufen ist übrigens das Beste. Allerdings, wenn ihr das direkt morgens macht, nach dem Aufstehen. Also bei mir ist es so zumindest, ich kann nur über mich selber sprechen. Also ganz direkt. Dann sind eure Gelenke einfach noch nicht so eingeschmiert. Ja. Dann ist es immer ein bisschen schwierig. Kann das schon mal wehtun. Morgens. Deswegen ja, ruhig eine halbe Stunde noch warten oder ein bisschen Seilspringen zu Anfang. Ja. Okay. Mit dem Arm war nicht die geilste Idee. Der wird auf jeden Fall noch lang werden. Ich glaube, ich werde sie gleich um. Ich werde sie gleich anklemmen, die Kamera. Da habe ich denn den Gurt. Heute übrigens werde ich um. Heute übrigens werde ich um. 20.30 Uhr live gehen, um 20.30 Uhr mit Francesco alias der Schalker und mit Andreas alias Schalker Botschaft. Ich werde es live an diesem Tag hochladen. Heißt, wenn du siehst, dass das Video heute hochgeladen ist, kannst du gerne meinen Kanal Königsblau TV ja, anschauen. Heute Abend 20.30 Uhr bin ich live. Sprechen natürlich über Schalke, ne? Dürfte klar sein. So, ich werde dich jetzt umklemmen. Das ist zu unangenehm mit dem Arm. Und jetzt ist die Ampel sowieso rot. Das passt ganz gut. Scheiße, sie wird grün. Okay. Drüber. Im Moment, wenn du dir als Jogger eine rote Ampel wünschst. Perfekt. Vielleicht ist die nächste ja rot. Jo. So. Ah, jetzt ja. Eine Ampel. Sie ist rot. Ich klemme euch eben um. So, da bin ich schon wieder. Und es geht weiter.
Also das ist ja eigentlich so eine Sache, die bin ich vom Land einfach nicht gewohnt, ne? Ampeln. Also schon, also wenn ich, ne? Ihr müsst euch vorstellen, in Rosendahl-Dafeld, wo ich herkomme, gibt es halt zwei Fußgängerampeln. Ja. Wenn ihr die richtig schaltet, dann ist das unsere Dorfdisco. Ja. Hi. Ja, ist auf jeden Fall die, also wird natürlich einer der schönsten Runden in Coesfeld zu laufen, ne? Da unten ist die Berkel. So, zweite Runde übrigens gleich, stelle ich einfach auf Zeitraffer. Ich glaube, den Eindruck habt ihr dann schon auch ganz gut aus der ersten Runde schon bekommen. Genau. Jo. Ich hoffe, dass ich es doch schaffe, zweimal heute Sport zu machen. Also ich möchte gerne heute nach dem Feierabend noch schwimmen gehen. Aber das wird halt knapp, ne? Ich muss ja auch noch den Livestream vorbereiten. Mal gucken, je nachdem, wann ich Feierabend habe. In Zukunft werde ich sowieso zweimal am Tag trainieren müssen. Also wenn es richtig in die Vorbereitung geht. Dann wird es noch richtig interessant. Achso, ich wollte übrigens noch Danke sagen. Danke, dass ihr euch hier auch den Triathlon-Content auf jeden Fall gönnt. Ich brauche das einfach im Moment, den Sport zu machen. Und wie gesagt, ich würde ihn auch so machen, auch ohne Kamera. Deswegen, ja, finde ich es umso besser einfach, dass ihr euch das auch gönnt, dass ihr da Bock drauf habt. Kann ich wirklich nur Danke sagen. Hallo.
Übrigens, ich habe ja bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gegessen. Was auch normal ist, glaube ich. Ich glaube, das versteht jeder, dass man jetzt nicht unbedingt mit vollem Magen loslaufen sollte. Ich habe mal eine Zeit lang, als ich noch in meinem alten Job war, tatsächlich auch immer aufs Frühstück verzichtet. Während ich auch sehr viel Sport gemacht habe. Das ist möglich auf jeden Fall und vor allen Dingen hilft es einem auch, um abzunehmen bzw. einfach um sein Gewicht zu halten. Es gibt viele, die nicht frühstücken. Das glaubt man gar nicht. Habe ich zumindest mir früher gar nicht vorstellen können, wie es ohne Frühstück ist. Aber die gibt's. Und wie gesagt, eine Zeit lang habe ich das auch gemacht. Im Moment nicht, aber was nicht ist, kann ja noch kommen. So, zweite Runde. Ampel schon drüber gesprochen. Hilft mich ein bisschen aus dem Rhythmus rauszukommen jetzt. Aber ja. Egal. Ändern kann ich sie nicht. Über rote Ampel rennen kann ich auch nicht. Gut, ich könnte jetzt einen Umweg natürlich laufen und dann irgendwo über die Straße gehen, das stimmt. Aber. Ja. Könnte ich machen. Jetzt übrigens 6 Minuten gelaufen. Okay. Wie gesagt, die nächste Runde gibt es dann im Zeitraffer, Leute.
So, das war die Runde. Wir haben 4,67 Kilometer in einer Dauer von 28 Minuten. Also wieder ein 6er Durchschnitt. Da war ich schon mal besser tatsächlich. Aber was soll's. Krieg ich wohl hin. Wird besser werden. Und jo, dann vielleicht sehen wir uns heute Abend. Leute, macht's gut und haut rein. Ciao.